Anna Rieck und Christoph Lepple über Burkhard Braun-Behrens, den eine Kampagne dazu zwingt, sich mit seinem Leben auseinanderzusetzen. Die Kampagne zielt direkt ins Herz. Eine Bürgerin stellt eine brisante Frage an Burkhard Braun-Behrens. Sie sehen wie ein sehr sanfter Mensch aus. Liebevoll, musisch, gebildet. Und das bezahlen Ihnen tausende Tote, bedingt durch Panzer. Der Brief kommt an bei Burkhard Braun-Behrens, 71 Jahre alt. Dieser Mann, ein knallharter Rüstungsprofiteur? Zum ersten Mal stellt er sich vor einer Kamera dieser Frage. Was habe ich bekommen? Ich halte diese Methoden einfach mit Lebensbedrohung gegen einzelne Leute für illegitim und ein Mittel der politischen Auseinandersetzung, was auch nicht künstlerisch gedeckt ist. Denn die verlassen die Ebene des Symbolischen und gehen direkt an der Person, an die Personen, die zum Teil nicht die Fähigkeiten haben, sich so offensiv zu wehren, wie ich das kann. Sie nennen sich Zentrum für politische Schönheit. Aktionskünstler, die statt Lichterketten und Mahnwachen auf direkte Form der Provokation setzen. Aggressiver Humanismus heißt es. 25.000 Euro Belohnung für Hinweise auf Gesetzesverstöße, um Gesellschafterfamilien der Panzerschmiede öffentlich anzuklagen. Wir wollen vordergründig die Menschen in Haft bringen. Wir glauben, dass die Besitzer von Krauss-Maffei-Wegmann ins Gefängnis müssen. Und da wollen wir sie hinbringen. Aber hintergründig geht es natürlich darum, sie dazu zu bewegen, diesen Deal, der als der schmutzigste Waffendeal in der jüngeren bundesdeutschen Geschichte bezeichnet wird, zu verhindern. Im Internet läuft seit Wochen ihr Fahndungsaufruf. Für die einen ein längst fälliger Akt der Aufklärung, für andere ein moderner Pranger. Im Visier die angesehene Künstlerfamilie von Braun-Behrens. Darunter eine Psychotherapeutin, ein Krankenpfleger, eine Fotografin, ein Humanist und Mozart-Biograf sowie der freischaffende Künstler Burkhard Braun-Behrens. Er malt besonders gerne Blumen. Das Erbe des Malers. Seit 45 Jahren ist er stiller Teilhaber an Rüstungsgeschäften. Seit einiger Zeit sitzt er sogar im Kontrollorgan. Die von Braun-Behrens haben Millionen verdient. Ein gut gehütetes Familiengeheimnis, wie es sich für die Waffenbranche gehört. Ich habe nie ein sentimentales Verhältnis zu Waffen gehabt. Waffen können eingesetzt werden für die richtige und für die falsche Seite. Und für die richtigen Ziele und für die falschen Ziele. Es liegt nicht an den Waffen, es liegt an den Köpfen. Burkhard Braun-Behrens war immer vorneweg. Ein lupenreiner 68er. In der Revolte der Kopf der Heidelberger Studentenbewegung, damals noch als von Braun-Behrens. Er demonstrierte gegen den US-Verteidigungsminister, wurde festgenommen und verurteilt. Heute ist Moskau der nützliche Idiot der Vereinigten Staaten. Er sammelte Gelder für die Bewaffnung der Vietcongs und schrieb jahrelang für die Kommunistische Zeitung. Bis er in der Pfalz eine Künstlerkommune gründete. Sein Lebensunterhalt? Den sicherten unter anderem seine Anteile an Rüstungsgeschäften, den Gewinnen aus Waffen und Panzern. Unsere Firma ist stolz darauf, immer sich an die Exportrichtlinien gehalten zu haben und nie irgendwie da in den Ruch gekommen zu sein, sich darüber hinwegzusetzen. Doch nun muss sich der einstige Rebell entscheiden zwischen einem Milliardengeschäft und der Moral. Ebenso die weitverzweigte Familie von Braun-Behrens. 270 hochmoderne Leo-Kampfpanzer aus seiner Firma sollen exportiert werden nach Saudi-Arabien. Die Bundesregierung hat eine Voranfrage positiv beschieden. Genehmigt ist das heikle Geschäft noch nicht. Was die Saudis besonders interessiert, der Leo 2A 7 Plus ist optimal einsetzbar für asymmetrische Kriegsführung und zur Aufstandsbekämpfung, wie es heißt. Das macht das Geschäft noch brisanter. Im benachbarten Bahrain hatten die Saudis im letzten Sommer Panzer zur Niederschlagung der Demokratiebewegung eingesetzt. Die waren noch aus amerikanischer Produktion.
die Reaktion meiner ganzen Familie war auch die, dass sie entsetzt waren. Und der Einfluss der Gesellschafter auf die unmittelbare Geschäftspolitik stellt sich die Öffentlichkeit wirklich etwas naiv vor. Wir sind halt eine Familiengesellschaft, die trotzdem mehr oder weniger wie eine Aktiengesellschaft, weil so viele Familienmitglieder sind, funktioniert. Und der Einfluss des Einzelnen ist sehr begrenzt. Tatsächlich, die Familie Braun-Behrens, die fast die Hälfte aller Anteile hält, ist in dieser Frage zerstritten. Die Firma selbst schweigt. Für den Waffenhandelsexperten Andrew Feinstein ist dieser Deal mit den Saudis durch nichts zu rechtfertigen. 11 Jahre lang hat der südafrikanische Autor die globalen Rüstungsgeschäfte genau untersucht. Ich würde diese Leute, die sich als traditionelle Linke bezeichnen, darum bitten, ihr Gewissen nach zwei Dingen gründlich zu befragen. Erstens sollten sie sich selbst fragen, ob das die Art Industrie ist, an der sie beteiligt sein möchten. Und zweitens, ob sie darauf vorbereitet sind, stillschweigend hinzunehmen, diese hochentwickelten Waffen an ein menschenrechtsverachtendes Regime wie Saudi-Arabien zu verkaufen. Ich glaube, wenn sie ihr Gewissen dazu ehrlich hinterfragen, muss die Antwort in beiden Fällen ein Nein sein. Wenn wir was für unverantwortlich halten, dann müssen wir uns auch politisch zu Wort melden. Ich habe aus diesem Grund einen Brief an den Bundespräsident geschrieben. Er soll sich dafür einsetzen, dass der Deal in Saudi-Arabien nicht zustande kommt. Die Frage bleibt, ob das wirklich reicht, um ruhig zu schlafen.